Gut, wenn du meinst, dieses Video wurde eh schon geclaimed, wegen der ganzen Verschwörungstheorien, die der so hat. Diesen Bezug. Wer würde das wollen? Ich. Gut. Okay. Kissen ohne Bezug, Kissen. Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Sehr gut. Ich habe zwei Kissenbezüge. Sehr viel besser. Kissen. Von hier komme ich nicht ran. Okay. Na komm. Zellentür aufbrechen. Soll ich sie ihm geben oder ihn damit umhauen? Ja, die Tür kannst du nicht zufällig aufbrechen mit dem Rechen. Verrammeltes Fenster. Irgendwie muss das doch hier die Tür. Ja. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ja, ich halte das für eine gute Idee. Ja, vielleicht hier ins Bett ran, hier, Kissen. Jo, ganz genau so. Hab's! Kaum Großartig. zu glauben, dass sowas auch ohne Entenbügel geht. Ja, unseren Entenbügel bräuchten wir. Und da haben wir ein drittes. Drei Längenseil. Ich überrasche mich immer wieder selbst. Ja. Seil mit Haken. Und jetzt? Ja. Ja, damit, also mit der Hake können wir doch bestimmt das Feld. Das ist aber, ich habe keinen Plan, wie das. Ja, wie soll das? Ja. Das als Wurf, also als Wurfstern, so jetzt ein bisschen wie ein Morgenstern benutzen, könnte man unter Umständen hier an den Apfel rankommen oder an das Nest. Jetzt, wo das Ding fertig ist, glaube ich, es wäre besser, selbst drauf zu klettern. Okay. Nicht mit dem Apfel. Jetzt, wo das Ding fertig ist. Na komm, mach schon. Das wird doch bestimmt jetzt gehen, oder? Nest. Jetzt, wo das Ding fertig. Ja, was? Dann kletter halt drauf. Ich komme nicht ran. Können doch jetzt bestimmt Ast. Oh. Autsch. Oh, Nest und Apfel. Nein, nicht den Apfel. Oh, super. Wenn ich jemals hier rauskomme, dann mache ich eine Diät, das schwöre ich. Ich will den Apfel. Gib her. Die Katze wird den nicht freiwillig hergeben. Aber Nest, das können wir nehmen. Hey, ein Penny. Ein Penny. Die Krähe gehört Oh also je. doch hier in den Knast. Der kleine Bastard ist ein Dieb. Das bräuchten wir Das vielleicht in Nest einem muss ich anderen nirgendwo. Spiel. Das bräuchten wir wirklich gerade in einem anderen Das Nest Spiel. muss ich nirgendwo. Na hier, das abgebrochene Ast. Den trage ich nicht mit mir rum. Okay, den Haken brauchen wir wohl nicht mehr. Penny, was machen wir jetzt mit dem Penny? Können wir damit vielleicht den Allen ausschalten? Wäre eine Idee wert. Oder den Murray bestechen? Ja, vielleicht ein Glücksbringer, den man halt irgendwie Ich glaube nicht, dass in den Topf mixen könnte und ich weiß ja nicht. Ja, in den Topf werfen, da habe ich schon eine Idee. Der Bruno will das ja sowieso haben, deshalb können wir es ja in seinen Topf. Ja. Ab in die Küche, würde ich sagen.
Küche. Jetzt das ganze Zeug hier mal reinschmeißen. Den Penny. Jeder liebt den Geschmack von Geld. Ja, und dann können wir jetzt bestimmt noch... Da will ich nichts hinladen. Schade, dann bräuchten wir noch ein bisschen Klee. Und können wir noch nicht ernten. Vielleicht mit dem Rechen oder mit der Hake. Hufeisen. Eine Prise Hufeisen für den feinen Geschmack. Gut, was kann noch alles rein? Kürbis, ich denke nicht. Ja. Den Klee bräuchten wir. Gut. Den Klee. Ja, da müssten wir das Feld irgendwie ein bisschen umhaken. Hey, Murray, mit dir haben wir noch gar nicht gesprochen. Was geht, Murray? Nicht viel. Weißt du, ich halte nur die Augen offen. Der gute alte Murray. Mit ihm fühlt man sich so sicher. Ja, ich mache nur meinen Job. Übrigens. Murray? Würden Sie sich als abergläubisch bezeichnen? Tja, weiß nicht. Ja und nein. Was? Murray, sind Sie es oder sind Sie es nicht? Tja, ich glaube nicht ans Paranormale oder so, aber manchmal fühle ich mich tief im Innern so ein bisschen komisch. Aha, also schon irgendwie. Meinen Sie Blähung? Nein, ich habe nur manchmal so... Hören Sie auf, Murray. Ich will nichts über Ihre Verdauungsprobleme wissen. Ich will nur wissen, ob Sie einen Glücksbringer haben oder so. Klar habe ich einen. Eine Hasenpfote. Oh je. Hat mir immer Glück gebracht. Das können wir gebrauchen. Echt? Eigentlich nicht. Aber ich habe sie halt gern dabei. Ist wie ein Teil von mir. Sicher. Warum fragst du? Können wir doch bestimmt jetzt das Kistenspiel spielen. Sonst haben Sie nichts dabei. Soll ich den Zaubertrick spielen? Ich bringe nie Wertsachen mit zur Arbeit. Sie haben die dumme Angewohnheit, sich zu verflüchtigen. Verflüchtigen, ja? Ein Zaubertrick. Hey, Murray! Wollen Sie einen Zaubertrick sehen? Genau. Ich kann alles einfach so verschwinden lassen. Wirklich? Ich liebe Zaubertricks. Perfekt. Ich bereite alles vor und dann komme ich wieder, okay? Oh, das wird Ihnen sicher gefallen, Murray. Ich warte hier. Ich muss dann los, Murray. Man sieht sich. Ich habe doch hier die Kiste, da können wir doch bestimmt hier... Magische Schachtel. Also, Murray, bereit für das Übernatürliche? Ich bin immer bereit für etwas Zauberei. Okay. Also, worauf warten Sie? Geben Sie mir Ihre Hasenpfote. Hä? Oh, sicher. Für den Zaubertrick. Bitte sehr. Sie müssen besser aufpassen, Murray. Gut, Hasenpfote rein. Tada! Unglaublich! Das war absolut erstaunlich! Wo ist sie? Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Gut gemacht, Junge! Ich wusste, dass Ihnen das gefällt, Murray. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss los. Was heißt das, du musst jetzt los? Kriege ich meine Hasenpfote nicht zurück? Nee, die ist verpufft. Die ist futsch. Die futsch. Ich dachte... Ach, Murray, ich kann Ihnen den Trick nicht verraten. Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Oh. Okay. Bis dann. Was ein Leichtgläubiger. Oh nein. Ich ahne Schreckliches. Oh. Hey, Mortimer. Na toll. Was soll denn das? Mortimer. Ach Mensch. In seine Zelle kommen wir jetzt nicht rein. Was? Wieso gehst du, was? Was machst du da drin? Ja, gut. Habe ich jetzt einfach so gewusst. Ja. So. Ich habe nicht etwa die Komplettlösung gelesen. Bin einfach so von selbst drauf gekommen, dass man das jetzt machen muss. Wer was anderes sagt, der lügt.
rein. Zeitschrift wollen wir richtig reinstecken. Streichhölzer. Oh, einen ganzen Berg Streichhölzer. Haufen Streichhölzer. Schnaps. Das sollte dich lehren. Niemand fickt Mr. Hicks. Nice. Na, komm, nimm sie dir. Sehr gut. Jetzt haben wir die Hasenpfote. Okay, das brennt nicht mehr. Sehr gut. Der Schnaps, der brennt ziemlich gut. So, dann brauchen wir nur noch Klee. Die Hasenpfote. Zack. Tja, ohne Fleisch wäre es ja auch kein Essen. Jut. Den Klee. Vielleicht können wir das Feld ein bisschen haken. Das wäre eine Idee. Jut. Ich komme hier heute mal wieder voran. Ach, den können wir doch jetzt. Ja. Okay, den Apfel, den hat die Katze. Vierblättriger Klee. Muss doch hier irgendwo ein vierblättriger Klee sein. Das Suchspiel hier. Gewöhnlicher Klee. Schlauch. Verwelkter Blattklee. Komischer Klee. Riesenklee. Vierblättriger Klee. Gewöhnlicher Klee. Klee, 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 winziger Klee. Komischer Klee, winziger Klee, zwei Blätter Klee verwelkt. Gewöhnlicher Klee. Vierblättrig. Der ist doch vierblättrig. Das eine Kleeblatt. Hier, das hier doch. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ein original vierblättriges Kleeblatt. Und jetzt? Den kann ich erst benutzen, wenn ich das... Ja, Wassermausch. Funktionierender Schlauch. Na komm, Katze. Mein Apfel. Ich fürchte, der... Mein Apfel? Den können wir doch bestimmt brauchen hier für... das rosa Bismut, oder wie das hieß. Hier hast du einen Apfel. Mit Sneezy haben wir heute noch gar nicht geredet. Gefangener. Bitte, mein Freund. Hier ist was Gesundes zu essen. Ein Apfel. Wow! Dankeschön, Mr. Hicks. Ich habe schon jahrelang den Jeep auf was, was nicht aus einer Fritteuse kommt. Aber gerne, Mann. Schätze, du brauchst jetzt das Magenmittel nicht mehr, oder? Mein rosa Wismut? Ich weiß nicht, Mr. Hicks. Ich habe halt schon so lange Magenprobleme. Na, deswegen habe ich dir ja dieses leckere, gesunde Essen besorgt. Und ich bin auch echt dankbar, aber... Rück raus. Komm schon, du weißt, ich kümmere mich immer um meine Leute und ich vergesse nie einen Gefallen. Na gut, Mr. Hicks, nehmen Sie's. Aber bringen Sie mir bitte morgen... Ja, morgen bring's, ja. Okay? Ach so, ups. Morgen erinnerst du dich nicht mehr an dieses Gespräch. Wie bitte? Ich sagte, morgen schicke ich dir einen Obstkorb auf die Zelle. Oh, danke, Mr. Hicks. Sie sind einmalig. Perfekt. Noch ein Gegenstand, den ich von der Liste streichen kann. Gut. Jetzt haben wir ja schon fast alles zusammen. Das Kleeblatt müssen wir reinwerfen. Und irgendwie müssen wir auch Ellen ausschalten. Da haben wir eigentlich alles gepackt. Zellenbereich. Ist der vielleicht irgendwie allergisch gegen Kaugummi? Dann könnte man dem Kaugummi geben. Eine Idee. Der Ellen.
Beauty. Jetzt haben wir jede Menge Glückssachen da reingemixt. Ein bisschen müsste es ja fertig sein. Hey, du wirst es nicht glauben. Ich habe eine Brühe aus dem ganzen Kram gezaubert. Weiß nicht, ob es Glück bringt oder eher irgendwie hochgiftig ist. Kann mir aber auch ganz egal sein. Naja, wir brauchen halt nur den Frittierfettschlüssel oder so. Wenn es ihn dann umbringt, soll es mir recht sein. Oh. Jetzt haben wir einen Glückstrank. Topf mit Glücksstoppe. Na, da weiß ich schon, wem ich das gebe. So. Die kriegen wir nach wie vor nicht ausgeschaltet. Oder kriegen wir es doch jetzt hin, bevor wir dem den Glückstrank geben. Nicht, dass wir nochmal hin und zurückrennen. Tja. Mit ein bisschen Schnaps oder so, aber das wollen wir jetzt nicht. Puh. Gut, ich sehe gerade keine Idee. Ich habe gerade keine Idee, wie wir den ausschalten können. Vielleicht lügen wir den Koch einfach an. Oder wir schalten den mit dem Glückstrank aus. Das ist halt giftig und kriegen wir erstmal den Fettschlüssel und dann ja, ist er K.O. und dann hat sich's. So, Glückstrunk, versuchen wir's mal. Gib das her! Ja, ja! Hey, langsam, langsam! Du willst dich doch nicht an dem Hufeisen verschlucken. Wow! Schmeckt genau wie die von meiner Oma. Da ist dieses Kribbeln im Hals. Ich glaub, sie wirkt schon. Meine Spucke wird schon dicker. Oh, wenn du meinst, danke, ist den Schlüssel. Ehrlich, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Du weißt aber schon, dass du immer noch im Knast bist. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Gut, und nein, das letzte, das Regen war so. War fertig, aber ich muss mich noch um Alan kümmern. Was? Nein. Ja, aber wie? Können wir den nicht einfach verkaufen, das war... Ach, Mensch. Gut, ja, dann probieren wir mal alles mit Alan aus. Kombiniere alles mit Alan. Vielleicht können wir den auch irgendwie ausschalten. Haben wir das auch noch erledigt. Müssen wir halt hier auch nochmal zurückspazieren. So, was haben wir noch nicht ausprobiert? Brecheisen haben wir schon, Brühwürfel, Kaugummi, Dünger. Ja, ich bezweifle es stark. Entschuldige, Alan. Ich kann nicht erlauben, dass du am Wettbewerb teilnimmst. Wie, was? Als ob. Haben die Dinger braucht, Dünger brauchen wir noch. Wenn du gewinnst, kriege ich kein Fett. Und ich bin zu weit gekommen, als dass ich mir das durch einen Irren kaputt machen lassen würde. Erledigt. Nur fürs Protokoll. Der ist bloß bewusstlos. Hoffe ich. Und ich habe immer noch was von dem widerlichen Dünger übrig. Und das braucht man nämlich für die Bombe. Jetzt brauchen wir nur noch das Frittierfett. Das kriegen wir von den Kandidaten da draußen. Juti, juti, jut. Na denn, Alan ist ausgeschaltet. Ich brauche den Schlüssel. Das Fett. Also, Bruno. Es wird dich freuen zu hören, dass Alan kein Problem mehr darstellt. Im Ernst? Ja. Und ich habe es höchst persönlich erledigt. Wow. Den Ausbruch so nah wie nie zuvor. Er wird am Wettkampf nicht teilnehmen, nach dem, was ich mit ihm angestellt habe. Weiß nicht mal, ob er noch atmet. Also, Problem erledigt. Hicks, du steckst voller Überraschung. Also stimmen die Gerüchte über dich doch? Welche Gerüchte? Warum sagt mir dann keiner was darüber? Das ist die Wahrheit, keine Gerüchte. Wichtig ist, dass du den Bastard ausgeschaltet hast. Und jetzt meine Arbeit als Trainer ist getan. Sieht so aus. Danke für alles, Coach. Du hast mir meine alte Form wiedergegeben. Du weißt, dass das nicht stimmt. Du warst nie wirklich weg. Ich hab dich nur daran erinnert, dass du immer noch Bruno bist. Hm. Und es auch immer bleiben wirst. Ich werde dich nie vergessen, Trainer Hicks. Danke, Bruno.
Nur eins noch. Ja? Ich will jetzt das scheiß Frittierfett. Klar. Hier ist der Schlüssel zum Frittierschrank. Hat ja noch eine Ewigkeit gebraucht. Na, endlich. Schaust du dir meinen Triumph an? Nein. Gut, das muss er nicht alleine machen. Los zum Vorhof. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die Sirenen war nicht. So. Das können wir doch bestimmt jetzt auch zusammen kochen. Das können wir in der Suppe machen. Eine explosive Suppe. Bewusstlos einen. Jo, ab in die Küche. Na komm, jetzt haben wir doch alle Zutaten. Und rein damit in den Suppentopf. Wir haben Dünger. Die Glückssuppe ist fertig. Da muss... Wös? Anderen Topf vielleicht. Den kann ich nicht mit bloßen Herzblatt vielleicht ausschalten. So. Frittierfett. Speisekammer. So. Frittierfett. Sehr gut, jetzt haben wir alles. Vielleicht können wir das in dem Kochtopf zusammen mixen. Das mache ich lieber im Inventar. Ach so, im Inventar kombinieren. So, das zack. Ist einfach nur du. Ja, wo willst du das denn machen? In der Kiste? Ich glaube. Gut. Kochtopf mitnehmen. Ah, okay, verstehe. Dann können wir es jetzt im Inventar machen. Etwas Öl. Dressing dazu? Bombe im Bau. Dünger. Rosa Wismut. Etwas Säureregulator gibt eine schöne Farbe. Sehr gut. Streichhölzer brauchen wir bestimmt auch noch. Ich glaube, die Handvoll Streichhölzer werden als Phosphorquelle für die Bombe ausreichen. In meiner Zelle kann ich ja immer Nachschub holen. Sehr gut. Kaugummi? Das ist keine gute Idee. Was brauchen wir noch? Seife brauchen wir. Adieu, kleines Stück Seife. Wenn das Handbuch stimmt, jo. Ist dieser Topf gerade zu einer brauchbaren Bombe umfunktioniert worden. Selbstgebastelte Bombe. Na dann, jetzt mal ganz still und leise, um dass uns jemand merkt. Und dass uns der Moway bemerkt. Zurück in die Zelle. Und dann Kavums. In die Zelle, in die Zelle. Und Poster. Hallo. Charlie. Charlie, bist du da? Wart grad. Jetzt wird's spannend. Bischof 31. Randall Hicks, du lebst. Ja, ich lebe. Und nur um's abzukürzen, ich weiß alles über deinen Fluchttunnel und ich weiß auch, dass du für die Mauer in Sektor 7 Sprengstoff brauchst. Stimmt's? Woher weißt du das alles? Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Raus aus meinem Kopf! Was? Ich will das nicht. Ich will keine Leute in meinem Kopf. Entspann dich, Charlie. Ich habe nur oben im Stockbett gelegen und dich im Schlaf reden hören. So war das nämlich. Oh, ergibt Sinn. Warte mal. Bist du der berühmte Mr. Hicks? Ja, na klar. Was hast du denn gedacht? Gibt's nicht. Das kann nicht sein. Ist aber so. Also du bist in diesem Knast Mr. Big Shot? So drücke ich selber nicht aus, aber ja. Scheiß drauf. War zwar nicht einfach, aber ich bin jetzt hier der Boss. Wow. Sollte ich dich jetzt nicht vielleicht Sir Randall nennen oder so? Och, komm schon, Charlie. Das gilt nur fürs Fußvolk. Du kannst mich Meister nennen. Schon, weil du mich ja hier rausbringst. Wie meinst du das? Tja, wir müssen durch die Betonwand durch und wenn ich etwas Sprengstoff auftreiben kann, dann bin ich beim Ausbruch dabei. Stimmt's? Tja, naja, wenn du mitmachen willst, ist das schon okay. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Sprengstoff auftreiben können. Oh, ja, zufällig habe ich da was. Wart's einfach ab. Ich hab hier was. Hey, Charlie, bist du da? Also, bereit für den großen Knall? Das klingelt an der Tür. Wo hast du die denn her? Ich bin ein Mann mit vielen Talenten, da gehe ich jetzt nicht Charlie. Hin. Auch wenn es nicht ganz einfach war, um ehrlich zu sein. Ja, ich erwarte immer, niemanden. Du wärst nur ein dummer, fauler, übellauniger, kleptomanischer Bastard. Aber jetzt sehe ich, das mit dem Faul stimmt gar nicht. Egal,
Bist du bereit, dass wir uns von hier verpissen? Schon seit ich hergekommen bin. Los geht's! Bringen wir's hinter uns. Jo. Randy kroch in die Freiheit. Jetzt geht's raus in die Freiheit. 500 Meter langen Schacht, der so ekelerregend nach Scheiße gestunken haben muss, dass ich's mir nicht mal vorstellen kann. Vielleicht will ich's mir auch gar nicht vorstellen. 500 Meter. Das ist die Länge von 8 Millennium Falcons. Etwas mehr als ein halber Kilometer. Wenn ich mir Randy vorstelle, wie er den Maschinen gen Westen folgte, muss ich immer noch schmunzeln. Randy Hicks, der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende stinkend wieder herauszukommen. Randall Hicks war auf dem Weg nach Hause. Verdammt, ich musste das meiste meines Inventars bei der Flucht zurücklassen. Oh Mist. Aber wenigstens bin ich jetzt frei. In der Freiheit. Ab ins Treppenhaus, ab wieder nach Hause. Was? Guten Abend. Hey. Also, ich hoffe, wir sind nicht verheiratet oder so. Ja? War das eine Antwort? Weißt du was? Ist auch egal. Ich will nur ins Bett und 1000 Stunden schlafen. Vielleicht ist ja morgen wieder Dienstag. Diejenigen unter uns, die ihn besonders gut kannten, haben oft über ihn gesprochen. Vor allem über die Nummer, die er abgezogen hat. Ist das schon das Finale? Wir lachen gerne darüber. Da kommt mal ein Taxi. Macht es uns allerdings traurig, dass Randy weg ist. Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dafür geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Und wenn sie davonfliegen, dann jubelt der Teil in mir, der weiß, dass es eine Sünde war, sie einzusperren. Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. Um ehrlich zu sein, mein Freund fehlt mir einfach. Magischer Ring, fuck you! Ich hab die Schnauze voll, ich gebe auch, okay? Ich lass das jemand anders machen, ich hab schon genug gelitten. Ich werde einfach lernen, mit dem Scheißfluch zu leben. Weil eins ist sicher, viel schlimmer kann's nicht werden. Tag 2190. Das letzte Barbecue. Mein Gott, es hat funktioniert! Ich bin immer noch frei! Mann! Das sieht ja apokalyptisch aus. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens! Oh, was zum... Komm schon, echt jetzt? Fucking Armageddon? Das darf doch alles nicht wahr sein! Oh, super! Einfach super! Wie anders sollte man auch diese ganze Scheiß-Odyssee beenden, als mit dem verdammten Scheiß-Weltuntergang? Schwefelregen, überall Lava und verfaulte Körper, na, soweit toll. Das Auge reicht, ganz nach meinem Geschmack. Ich mache hier erstmal eine Aufnahmepause, bevor wir am nächsten Part hier weitermachen. Und das Armageddon naht. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.